Hallo und herzlich willkommen zu Hitman 3 Eskalation, die Leslie-Feierlichkeiten. Wir müssen uns schnell beeilen, schnell filzen lassen. Dort seht ihr es schon auf der Minimap, habe ich mein Schmuggelobjekt verstauen lassen, den Dietrich. Wir brauchen den Dietrich sowohl auch den Koffer. Deswegen nehmen wir den jetzt hier schnell mit und beeilen uns. Wir müssen ganz nach unten. Dort ist unser erstes Ziel. Ihr müsst für diesen Guide das Intro unbedingt überspringen, denn sonst dauert das alles zu lange und das Zeitfenster wäre verflogen für meinen Plan. Deswegen rennen wir hier schnell runter. So, weiter nach unten, tiefer in die Hölle. So, dort ist unser erstes Ziel in der Bar. Wir müssen hier unten zur Bar. Beeilen, denn dort wird gleich jemand aus der Tür rauskommen, der Typ da, und die für uns öffnen, ohne dass wir hier den Dietrich benutzen müssen, denn ungesehen kommen wir nicht da rein. So, Dankeschön, hier jetzt rein. Der gleiche Typ wird gleich nochmal hier auftauchen, von dort, und wird dann zum Koffer gehen, damit wir ihn ausschalten können. Danach müssen wir den Koffer hierhin platzieren, in Sichtweite der Tür, damit unser Ziel angelockt wird. Wir müssen dann unser Ziel mit der Kokosnuss anlocken, damit er den Koffer sieht und dahin geht. Das wird ja mein Plan, wenn ich das richtig erklärt habe. So, da kommt er wieder. Ich rauche eine, wenn es okay für euch ist. Rauchen ist tödlich, verursacht Krebs und ist scheiße. So. Warten, bis die Tür sich schließt und ihn ausschalten. Der Clou dieser Stufe 3 Mission ist halt, dass man alle Körper verstecken muss. Und ein bestimmtes Ziel mit dem Hobbymesser ausschalten muss. Sowieso, wir platzieren hier den Koffer. Da kommt schon unser Ziel, müssen kurz warten. Dann, wenn er hier, er bleibt gleich kurz bei den Frauen da stehen, wird abgewiesen, und wenn er sich weiter aufmacht, dann locken wir ihn zur Tür. So, schnell öffnen und hier hinlocken. Zack. Er sieht es. Tür schließen und ihn ausschalten. Bam. Verstecken natürlich. So, Koffer brauchen wir eigentlich nicht, aber ich hole mal den Dietrich. Doch, Koffer brauchen wir unbedingt. So, wir müssen jetzt zum DJ. Das können wir hier ganz einfach über die Tanzfläche. Dort ist er. Hier nach rechts. Schnell rein, Tür schließen. Tür öffnen. Dabei wird euch keiner bemerken. Das ist ganz angenehm. So. Und wenn die Tür geöffnet ist, die Tür muss unbedingt geöffnet sein, dann den Typen dorthin locken. So. Er geht jetzt dahin. Tür schließen und den ausschalten. Schön reinschmeißen und jetzt unser Ziel erledigen. Türen immer schließen. Zack. Dann sehen wir es. Alle Körper müssen versteckt werden. Schön ihn hier reinschleifen. Und weiter. Den Koffer brauchen wir nicht mehr. Nach oben. Was ist los mit euch? Manche sind anscheinend irgendwie verängstigt. Manche haben es gesehen. So.
jetzt los. Das ist perfekt, der Zeitpunkt. Bei ihm müsst ihr darauf achten, dass er halt nach links blickt. So, zack. Jetzt kurz warten. Denn jetzt können wir ihn noch nicht ausschalten, sonst wird der schlafende Typ aufwachen. Okay. Ich bin aufgeregt. So. Okay, jetzt gleich hinter dieser Säule können wir ihn ausschalten. Und ziehen ihn dort in den Container. So, jetzt hier einfach wieder den gleichen Weg zurück. Keine Faxen machen. So. Er guckt nach links. Perfekt. Rüberschleichen. Und weiter. Hier ein bisschen langsamer. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt hier wieder den gleichen Weg zurück. Und zum letzten Ziel, der ganz oben ist. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Aber egal. Nein, da. Und weiter. So. Rechts nach oben. Das Lied ist aber auch gut. Ich liebe Techno. Ja, ich liebe Techno wirklich. Tatsächlich. Ich liebe alle Arten von elektronischer Musik. Deswegen liebe ich diesen Soundtrack hier. Er geht jetzt auf Klo. Das ist der perfekte Zeitpunkt für uns. Wir müssen erstmal diesen Typen hier ausschalten. Kurz warten, bis der Agent Davenport vorbeigegangen ist. Perfekt. Hier können wir den Schraubendreher nehmen. Schraubenschlüssel meine ich. Und uns verstecken. So. Sobald die Tür sich geschlossen hat, schalten wir ihn aus und schalten den Sicherungskasten wieder ein. So. Jetzt müssen wir kurz warten, aber das macht ja nichts. Er hat sich gerade die Hände gewaschen, glaube ich. Ja, er war gerade auf Klo. Und wenn er hier in der Nähe ist, schalten wir den Sicherungskasten wieder aus. Er wird hier reinkommen und wir werden ihn ganz easy erledigen. Ah, jetzt wäscht er sich die Hände. Zigarette ist ausgegangen. Zigarette, ne? Und ja, Rauchen kann tödlich sein. Rauchen verursacht alle Krebsarten, die ihr euch mal vorstellen könnt. Und ja, ihr werdet sterben. Wenn ihr raucht, werdet ihr sterben. So, er kommt gleich. Deswegen schalten die wieder aus. Ich rede ein bisschen leiser, weil es hier gerade mitten in der Nacht ist. Nein, ach come on. Wieso? Ach komm schon. Ey, das ist Bullshit. Ja, wir müssen kurz warten. Ach scheiße, Mann. God, this is not my fucking job. Ja, warum geht's so? Oh Mann, das ist noch nie passiert, dass er da hingegangen ist. Das ist blöd, aber naja. So. Dann hau jetzt ab, ey. Meine Fresse, der regt mich auf, ey, dass er hier rumpatrouilliert. So. Hau ab, ey. Warum merkt er das von da? Das ist Bullshit. So, jetzt kommt der, den wir wollen. Perfekt. So muss das doch aussehen. Also das war eben unglücklich, aber mit solchen Dingen muss man halt rechnen. Warten, bis sich die Tür geschlossen hat. So. Jetzt gehen wir ganz gemütlich raus. So. Ja, er geht jetzt wieder zu der Scheißablenkung, der Arsch. Hier ist eine
die wichtigste Abkürzung, damit ihr bei anderen Missionen easy in den Club gelangen könnt. Wir nehmen jetzt hier schön das Fahrrad und hauen ab. Damit hätten wir die Mission geschafft und alles erledigt. So. Tschüss. Sehr nice. Oh Gott. Ah. Perfekt. Alles erledigt. Und ja. Lautloser Killer, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Guide geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt pennen. Tschüss.